Auf deiner Seite steht, dass du daoistische Priesterin und Hohepriesterin des Mengtang-Tempels bist. Der heutige Daoismus ist bei uns nicht gerade für Sexualität bekannt. Wie passt dieser Umstand zu deiner Ideologie? Diese heutige Zeit, dieser Taoismus, ne? Das ist die mit was ich vertrete, die alte Ursprungwissen ist ganz, ganz weit. Das hat sehr Zeit, hat sehr, sehr viel Zeitlücke war gewesen. Das ist nicht umsonst damals die Bücherverbrennung, nicht nur in China, sondern eigentlich ganz Welt, Altkultur, überall. Ne? Und insofern ist sehr, sehr viel Urwissen verloren gegangen. Dieser alte Taoismus ist wohl, sehr, sehr wohl mit Sexualität zu tun, aber natürlich als normaler Mensch kann man sehr schwer zu verstehen. Dann müssen wir einfach diese Prinzipien von dem Taoismus verstehen, ne? Und diese Yin und Yang. Und aus Ursprung wissen war, dass es ein Chaos steht. Ne? Und dann fang an, von einem Chaos bild Yin und Yang. So wie das ist die universale Gesetz. Und dann die Yang-Energie ist symbolisiert Himmel und die Yin-Energie symbolisiert Erde. Da die zwei Energie kann man auch verschmelzen, gerade weil das ätherisch ist. Das kann man so einander verschmelzen, dieser Verein. So passiert einfach aus unserer Natur. Aber wir sind Menschen, wir sind physisch. Wie kann Menschen physisch einander diese Energie zu vereinen? Da geht nicht anders. Nur kann durch unsere schlechte Organe. Sofern, dass diese Sexualität, diese Vereinigung, ist eigentlich, das ist so wie universale Naturgesetz von Yin und Yang. Nur, dass das eigentlich, das ist eine sehr, sehr heilige Sache. Nur uns als Menschen, besonders in moderner Zeit, immer mehr, hat diese sehr heilige Sache schmutzig gemacht. Ich glaube, dass in Europa die Sexualität nicht als heilig angesehen wird. Ah, ich denke, das ist genauso. Ich habe genauso Meinung. Weil manchmal ich Privatleben mit meinem Mann auch sehr viel, ne, und auch zu solchen Party und so weiter, das merke ich sehr stark, weil dieser Hintergrundwissen von Sexualität fehlt. Das überall wurde verboten oder zugedeckt. Ne? Sofern das so ungefähr 10% Menschen schon sehr offen von der Sexualität. Aber das ist alles nur oberflächlich. Ne? Das ist so normaler, so von normalen Tag Stress, wollen Stress abbauen oder einfach Geilheit und so weiter, ne? Körperliche Befriedigung und so weiter. Dadurch hat komplett Sexualität schmutzig gemacht. Das liegt gar nichts bei der Sexualität. Ne? Ich kann einfach ein Beispiel, so wie eine Lotusblume. Das in meinen Augen, das ist Sexualität. Ne? So wie eine Lotusblume. Wunderschön und auch sehr rein. Aber kaum 10% solche Flieger, ne? Rum das rum und so weiter, hat das total schmutzig gemacht. Aber normale, so andere 90% Menschen wissen das ja gar nichts, was ist das? Sondern sehen nur die Fliege, überall fliegst. Und automat gedacht, ja, das ist nicht gut, das ist schmutzig. Ich bloß nicht anfassen. Nur muss meine eigenen innerlichen Emotionen auch runterdrücken, ne? Was ich eigentlich sehr gerne frei leben müsste. Ich müsste auch schön genießen kann von der Sexualität. Aber nein, das Sex für mich geht darum nur, für eine Kinder zu zeugen oder meinen Mann zu binden oder eine Frau zu bekommen, das alles. Aber deswegen diese Reinheit, die Wissen von Sexualität, ist gar nichts bekannt. Insofern, ich finde, das ist gerade durch mein Projekt. Ich wollte ein Symbol für die reine Sex darzustellen. Insofern, das machen meine Projekte schon sehr wertvoll. Ja. Aber was ist das eigentlich Heilige am Sex? Warum wird Sex irgendwann heilig oder wie kann ich ihn heilig machen? Weil das ist die Geheimnisschlüssel. Durch sexuelle Vereinigung
kann man dadurch eine Blume entfalten. Diese Blume heißt Liebe. Das, weil Liebe ist eine höhere Energie. Ne? Und dadurch diese höhere Energie zeugt spirituelle Entwicklung. Und dann, weil diese Liebe total verdeckt ist, so viele Menschen suchen etwas anderes, weil sie diese Liebe nicht bekommen kann. Ne? Sofern, dass sie suchen Geld, suchen Macht, ne? Begehrt nach Schönheit oder so Shopping zu gehen oder schöne Essen zu haben oder vielleicht eine wunderschöne Wohnung zu haben oder einen tollen Job. Ne? Weil das ist eigentlich, das ist die Hauptsinnsucht nach etwas fehlt. Und dann das gerade, das macht Sexualität, diese Schlüsse, gerade durch diese Sexualität, diese Schlüsse offen öffnen kann, dass sie die Tür, die Tür zum die höhere Schöpfungskraft, eigentlich das ist Liebeskraft.